Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentalen Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema die hässliche Wahrheit des Muskelaufbaus. Und jeder, der schon ein paar Jahre ins Studio geht und vielleicht schon mal gewollt oder ungewollt die ein oder andere Pause hatte, der weiß auch ganz genau, wovon ich rede. Und ich rede davon, dass es schon, zumindest für mich, weil ich nicht so eine gute Genetik habe, schon eh schwer genug ist, mir ein paar Gramm irgendwie drauf zu trainieren. Aber sobald man mal eine Pause hat, weil man vielleicht berufsbedingt nicht kann oder weil man vielleicht eine Verletzung hat oder andere Gründe, warum man eine Pause einlegt, ich sage mal eine Pause, alles was so länger vielleicht als 3 Wochen ist, am Anfang hat man nur Kraftverlust, das geht noch, da hat man nach 1 Woche, 2 wieder drin, aber wenn man ein bisschen länger geht, dann baut man in der Regel, außer vielleicht ein paar Genetikmutanten, baut man halt auch ab. Das heißt also, das, was man sich mühselig drauf trainiert hat, ja, macht dann auch noch den Sittich. Und das ist eine Wahrheit, die jeder kennt, der ein paar Jahre trainiert und die wir leider auch nicht abstellen können. Und als ich mir damals den Arm gebrochen habe, ich habe hier eine Stahlplatte von hier bis hier im Arm, ich hatte ja ein Trümmerbruch im Arm, habe ich hier schon mal ein Video zu gemacht, dann weiß man das, wenn man, ich habe in 3 Monaten 30 Kilo Gewicht verloren. Wie der Arzt so schön sagte, Herr Köhn, Sie sind ja nur noch ein Schatten Ihrer selbst. Ja. Hatte ich zwar auch 2 Operationen, habe 2x2 Wochen im Krankenhaus gelegen mit OPs und bla bla bla. Es war schon sehr extrem, aber ich meine nur, obwohl ich so viele Jahre davor ehrlich und diszipliniert gegessen und trainiert habe, sah ich danach nicht nur nicht aus wie ein Durchschnitts Nicht-Sportler, sondern ich sah, das war KZ-Style, ja. Und wie gesagt, es kam dann später wieder drauf, aber ich habe bis heute nie wieder die Form erreicht, die ich 2002 hatte bei dem Unfall. Jetzt bin ich natürlich auch ein paar Jahre älter geworden, werde jetzt 45, das ist natürlich mein Testospiegel auch ein bisschen schlechter. Aber ich will damit eins sagen, diese Wahrheit gibt es, die können wir leider nicht ändern. Man kann und dafür plädiere ich ja absolut. Ich bin ja immer der Verfechter, der sagt, desto älter man wird, als Mann oder als Frau spielt keine Rolle, desto wichtiger wird das Thema Krafttraining oder Muskeltraining, also ein Sport, der meine Muskulatur beansprucht. Das muss nicht nur Krafttraining sein, das kann auch, es gibt 1000 andere Sportarten, wo ich meine Muskulatur benutzen muss, ja. Und desto intensiver ich das mache, desto mehr verlangsame oder halte ich diesen Zustand des Muskelaufbaus auf. Und ja, wie gesagt, drumherum kommen wir alle nicht. Deshalb ist es immer ganz wichtig, auch wenn ich mit Leuten Trainingseinheiten habe, dass ich immer sage, das Oberste, was man haben soll, ist natürlich eine gute Ausführung der Technik. Warum? Weil ich mich möglichst nicht verletzen möchte. Und was hilft es mir, die eine Wiederholung mit etwas mehr Gewicht gemacht zu haben und dann habe ich mir vielleicht so den Rücken verrissen oder das Knie oder sonst was, dass ich 3, 4 Wochen vielleicht diese Übung nicht machen kann oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar gar nicht zum Training gehen kann. Ne? Deshalb achtet sehr darauf, was ihr macht. Geht zum Training, seid euch bewusst, der Körper ist vergänglich und die Muskulatur leider noch viel mehr als unser gesamter Körper. Von Haus aus ist der Körper darauf angelegt, Fett zu speichern und nur die Muskulatur mit sich rumzuschleppen, die gerade eben nötig ist, um die gestellten Aufgaben zu erfordern. Deswegen ist ja auch Bodybuilding oder Krafttraining eine permanente Verarschung des Körpers. Wird immer simuliert durch Gewichte, die wir heben, dass diese Aufgabe von uns bewältigt werden muss. Der Körper reagiert damit darauf mit mehr Muskulatur. Und wie gesagt, ich liebe diesen Sport, ich mache das gerne. Ich möchte so lange wie es geht ins Studio gehen, solange es geht Gewichte hochheben und fit bleiben. Aber seid euch bewusst, das ist halt eine vergängliche Geschichte. Das war es eigentlich dazu von mir in diesem Video. Ich wünsche dir eine verletzungsfreie, angenehme, sportliche Zukunft. In diesem Sinne sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao.